Schon seit langer Zeit regnete es im Königreich Kohlrabien. Jeden Tag blickte der König nach draußen. Doch Tag ein, Tag aus, nur Regen, Regen, Regen. Wo war die Sonne, fragte er sich. Irgendwo musste sie doch stecken. Als alles nichts mehr half, ließ der König die drei Weisen von den Schneebergen rufen. Diese machten schon sehr sorgenvolle Mienen. Das Problem war also ernst. Tief versunken und beschwörend blickten sie dann in ihre Kristallkugel und verkündeten, dass die Sonne gar nicht scheinen könne, weil sie im Burgverlies des Regenmachers gefangen halten würde. Sofort rief der König nach seinen Soldaten. Hauptmann Fendt und seine Männer sollten sich unverzüglich auf den Weg zum Tropfsteinverlies machen und die Sonne befreien. Leider waren Hauptmann Fendt und seine Soldaten so schnell weg, dass die drei Weisen ihm nicht mehr einen der wundersamen Eiskristalle zum Schutz vor dem Regenmacher mitgeben konnten. Also gaben sie ihm den Ritter von der sauren Gestalt. Der sollte so schnell wie möglich hinter Hauptmann Fendt und seinen Männern hermarschieren, damit er sie noch vor der Burg des Regenmachers einhole. Nur so könne noch größeres Unheil verhindert werden. Natürlich schlich sich auch der kleine Prinz Moko wieder aus der Burg. So ein Abenteuer wollte er auf gar keinen Fall verpassen. Als er den Ritter eingeholt hatte, schimpfte dieser zwar fürchterlich, aber zum Umkehren waren sie schon viel zu weit von der Burg weg und die Zeit drängte. Mittlerweile war Hauptmann Fendt mit seinen Soldaten an der Burg des Regenmachers angekommen. Nach der Aufforderung, die Sonne sofort wieder freizulassen, lachte der Regenmacher nur. Kurz wedelte er mit seinem magischen Regenschirm und verwandelte alle Soldaten in kleine Klippfische. Unterdessen wanderten Moko und der Ritter von der sauren Gestalt durch den strömenden Regen. Am Morgen des nächsten Tages erreichten auch sie die Burg. Am Burggraben stutzte Moko. Hatte er da vielleicht von irgendwoher Stimmen gehört? Fragend schaute er den Ritter an. Doch der hatte nichts gehört. Und so zogen sie weiter in Richtung Burgtor. Sollte Moko sich denn so getäuscht haben? Unheimlich war ihm dieses düstere Gemäuer auf jeden Fall schon jetzt. Am Burgtor angekommen, bat sie der Regenmacher auch schon freundlich herein. Da Moko und der Ritter meinten, er wäre ein Diener des Regenmachers, folgten sie ihm bereitwillig. Während sie die große Halle durchschritten, murmelte der Regenmacher etwas von Einfallspinsel und kleine Erfrischung. In einer weiteren Halle befand sich ein riesiger Esstisch mit erlesenen Speisen. Der Regenmacher bat Platz zu nehmen. Da Moko und der Ritter hungrig von der langen Reise waren, fragten sie nicht lange, sondern aßen erst einmal kräftig. So nahmen sie gar nicht wahr, dass der Regenmacher die Speisen überhaupt nicht anrührte. Plötzlich kippte Moko zur Seite und war eingeschlafen. Kurz darauf folgte ihm auch der Ritter in das Reich der Träume. Lachend zauberte der Regenmacher die Speisen wieder weg und freute sich, dass das Schlafpulver wieder mal seine Wirkung gezeigt hatte. Langsam erwachten Moko und der Ritter. Mit Entsetzen stellten sie fest, dass sie sich im Burgverlies befanden. Doch sie waren nicht allein. Aus der hintersten Ecke des Verlieses jammerte eine traurige Stimme. Moko und der Ritter erschraken. Es war Sipsip, das Burggespenst im ersten Lehrjahr. Aber das war genauso im Burgverlies gefangen wie die beiden. Bei dem Dauerregen, der auf der Burg herrschte, hatte es sich einen Schnupfen geholt. Deshalb musste es beim Spuken immer niesen. So ließ der Regenmacher vor lauter Ärger das kleine Gespenst in das Verlies werfen. Jetzt war guter Rat teuer. Also hockten sie sich zusammen und schmiedeten Fluchtpläne. Dabei stellte sich heraus, dass auf der Nachbarburg Mauerstein einmal im Monat Lehrlingsspuken stattfand. Und das sollte in der folgenden Nacht auch wieder so sein. Da Sipsip erst im ersten Gespensterlehrjahr war, konnte er noch nicht durch Wände gehen. Deshalb schwebte er kurz nach Mitternacht hoch ans Burgverliesfenster, ließ seinen Kopf leuchten und winkte in Richtung Burg Mauerstein. Sein Leuchten und Winken wurde gesehen.
Schon kurze Zeit später erschien sein bester Freund, das Schlossgespenst Uri Buri, am Fenster. Sip Sip erzählte ihm von ihrer misslichen Lage und Uri Buri versprach, sie da rauszuholen. Doch dafür bräuchte er Verstärkung. Er versprach, in der nächsten Nacht wiederzukommen. Die Zeit verging für die drei viel zu langsam. Sie fragten sich, was Uri Buri sich wohl hat einfallen lassen. Pünktlich zur Geisterstunde erzitterte das alte Gemäuer unter einem unheimlichen Poltern, Klagen und Heulen. Im nächsten Moment schob sich der schwere Riegel der Kerkertür zur Seite und Uri Buri schaute herein. Schnell verließen alle diesen unfreundlichen Ort und konnten sehen, wie Dutzende von Geistern durch die Burg spukten. Alle Gespensterlehrlinge waren gekommen, um Sip Sip, Moko und den Ritter von der sauren Gestalt zu befreien. Der Regenmacher aber stand kreidebleich und zitternd vor der großen Standuhr. Vor lauter Angst verriet er Moko, wo er die Sonne gefangen hielt, und versprach ihr nie wieder etwas zu tun und es nur regnen zu lassen, wenn es nötig sei. So groß war seine Angst vor den vielen Gespenstern. Diese hatten so viel Spaß am Spuken, dass sie noch bis zum Morgengrauen weiter durch das alte Gemäuer geisterten. Schnell war die Sonne befreit und die Burg des Regenmachers verlassen. Doch da war ja noch Hauptmann Fendt und seine Soldaten. Da entsann sich der Ritter von der sauren Gestalt an den wundersamen Eiskristall, den er von den drei Weisen erhalten hatte. Er ließ ihn in seiner Hand zerschmelzen und tropfte das Wasser auf die Klippfische. Und siehe da, schon stand Hauptmann Fendt als erster in voller Größe vor ihnen. Kurz darauf folgten auch seine Soldaten. Alle waren froh, ihre normale Gestalt wiederzuhaben. Moko bedankte sich nochmals und verabschiedete sich dann herzlich von Sip Sip, Uri Buri und allen anderen Gespensterlehrlingen. Dann marschierten Moko, der Ritter von der sauren Gestalt, Hauptmann Fendt und seine Soldaten über den Regenbogen, den die Sonne für sie gemacht hatte, nach Hause. Auf der Burg Felsenstein gab es dann am Abend für alle ein großes Festessen. Bis tief in die Nacht wurde immer wieder von der glorreichen Befreiung der Sonne aus dem Burgverlies erzählt und über den vor Angst schlotternden Regenmacher gelacht. Zwischendurch jedoch verließ der kleine Prinz Moko das Festessen. Kurz vor Sonnenuntergang kletterte er hinauf auf die höchste Burgzinne, winkte der untergehenden Sonne zu und wünschte ihr eine gute Nacht. Augenzwinkernd verschwand die Sonne hinter den Bergen, um am nächsten Tag umso schöner zu scheinen.